Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, heute habe ich mir mal gedacht, es ist mal wieder Zeit für eine neue Clash Royale. Und ja, ich wollte mich entschuldigen, dass gestern kein Video kam. Aber das lag einfach daran, dass ich wirklich sehr, sehr wenig Zeit hatte. Weil das Problem war halt, wir waren gestern noch im Studio und haben nochmal das neue Video gedreht, beziehungsweise neue Kanalinfo, wenn ihr die noch nicht kennt, beziehungsweise noch nicht gesehen habt, dein Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ich denke mal, ihr habt die bestimmt schon gesehen. Und ja, wir wollen hier erstmal eine Karte anfragen. Und zwar fragen wir gerade den Hockern, damit er vielleicht auch irgendwann mal auf Level 9 gehen kann. Und ja, wir haben hier schon eine Epic-Truhe im Shop. Ich weiß nicht, lohnt sich es, die Epic-Truhe zu kaufen? Ich meine, 10.000 Gold ist jetzt ja auch nicht wirklich so viel, aber doch, ich würde sagen, wir machen mal hier die Epic-Chest und einmal den Blitz, hoffentlich was Gutes. Dreimal Baby Drink ist schon gut. Fünfmal der Tornado brauche ich noch einmal anfragen. Und elfmal der Bowler. Wenn der auf 5 ist, ne? Wenn der auf 5 ist. Das wird geil. Okay. Oh mein Gott, heftigste Epic Chest. Was kann man noch Besseres kriegen als diese Sachen? Das ist auf jeden Fall schon mal übelst heftig. Könnt ihr euch gewinnen lassen. Das wollen wir ja mal kurz machen. Und ja, Leute, was ich heute mir überlegt habe, ist eigentlich ganz simpel. Und zwar habe ich wieder mal ein neues Deck gefunden, was ich euch unbedingt vorstellen will. Und ja, das Ding ist halt, ihr seht es hier schon, es ist mit der Nightwatch und mit, ja, mit dem Graveyard. Den können wir hier eigentlich mal auf den Haupttower setzen. Ja. Und ich muss wirklich sagen, das Deck gefällt mir wirklich gut. Ja. Was mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil das Deck ist halt wirklich ziemlich geil. Multi gespielt habe ich es jetzt noch nicht, aber ich möchte das heute das erste Mal mit euch ausprobieren, im Multi zu spielen. Und da hoffe ich natürlich, dass wir da auf jeden Fall einen Sieg, sage ich jetzt mal, rauskriegen. Ja, wenn sogar zwei, wäre auf jeden Fall recht heftig. Und aber das Ding ist halt, bei den neueren Decks ist es immer so, dass man nicht so eingespielt ist, sage ich jetzt mal. Aber wir haben den Giant auf Level 9, das geht auf jeden Fall fit. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich den Giant auf Level 9 habe. Und ich habe nichts, wow. Ich muss es einfach, der kriegt fast zwei Hits raus. Ich hatte wirklich nichts auf der Hand, ja. Also ich hatte wirklich komplett gar nichts auf der Hand. Und ja, mal schauen, was er jetzt machen wird. Ich denke mal, er wird von der anderen Seite gleich kommen. Oder halt auch nicht. Denn würde ich sagen, bringen wir das. Das und Poison. Ah, das Lock hätte viel, viel besser kommen müssen. Ja. Der Giant kriegt wenigstens einen Hit raus, aber sonst der Rest irgendwie sieht das, also für den Rest sieht das irgendwie nicht ganz geil aus. Wir haben ja jetzt nur noch Goblins. Falls er den Zap hat, sind wir richtig am Arsch. Okay, hat er jetzt nicht, der kriegt dort nur zwei Hits raus. Wir haben auf jeden Fall schon, also wir liegen vom Schaden schon vorne, das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Wir bekommen zwei Fire Spirits, die können wir jetzt eigentlich auch durchlassen. Ganz knapp, dann hätte auf jeden Fall das Mega Mini da noch mitgekriegt. Lock, um das Ganze zu beseitigen. Und dann sieht das schon wirklich gut aus. Er bringt jetzt die Rocket. Oh nee, kein Rocket-Spieler. Also ich denke mal, er wird sich den Tower auf jeden Fall snacken. Er wird gleich safe mit dem Mini-Packer kommen, oder? Oder auch nicht. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall langsam mal so einen Push aufzubauen. Wir sind gleich noch in der doppelten Elixierphase, da wird unser Deck, denke ich mal, auf jeden Fall auch stärker werden. Er prediktet jetzt von mir einen, einen Spell, aber irgendwie wurde das nicht so ganz was. Der Giant tankt dort richtig geil. Oh mein Gott, der Giant! Der Giant! Was macht er da? Er hat jetzt auch Zeit, zweimal die Rocket drüber zu cyclen. Aber die Prince ist auch wieder fast down. Okay, er haut dort. Oh mein Gott, ey, warum haut er dort? Ja, warum haut er dort das auch, den Headings rauf? Auf jeden Fall bringen wir hier mal die Kobolde. Die sollten das Ganze relativ gut regeln, ja.
Da kommt dann auf jeden Fall hier nochmal das. Wir setzen ihn richtig heftig unter Druck. Dass er gezwungen ist, die Rocket vielleicht noch irgendwie anders zu setzen. Wir setzen das. Zack, nochmal einen Lock dazu und dann ist das Ganze auch durch, oder? Ja. Ja. Okay, erstes Game gewonnen. Ganz schön sick eigentlich. Aber 222 HP hatte mein Tower noch. Hätte er jetzt nur noch einmal irgendeinen kleineren Spell gehabt oder so, dann wäre das auf jeden Fall nicht mehr so fit gewesen. Obwohl unser Deck ja natürlich ein bisschen stärker gewesen wäre. Problem. Und ja, ich würde dann einfach sagen, wir öffnen mal die Kiste und starten direkt mal das nächste Game oder beziehungsweise in das nächste Game rein. Und ja, wir haben schon wieder die Starter mit dem Giant, obwohl Giant Graveyard Push macht irgendwie nicht, also wenn wir nicht in der doppelten Elixierphase sind, nicht ganz viel Sinn. Er bringt den Giant auch auf die andere Seite. Ich hoffe nicht, dass es ein Base Run wird, weil in Base Runs bin ich nämlich immer so richtig, richtig schlecht, weil bei Base Runs habe ich immer, also wirklich immer, die schlechteren Karten zur Auswahl auf der Hand. Er bringt dort schon mal einen Bomber. Da würde ich sagen, kommt hier das Holz, hier die Goblins, die können dort das ausschalten und ja, bringt hier der Poison was? Ich denke nicht, wir haben auf jeden Fall, oh mein Gott, warum hat er so viel Schaden gemacht? Okay, wir werden auf jeden Fall den Giant gleich bringen und dazu auf jeden Fall den Elektro-Wizard. Ja, das geht auf jeden Fall fit. Leute, das geht richtig fit. Und dann können wir schon mal den nächsten Push starten. Mal schauen, was er jetzt hat. Er spielt jetzt Lockbait, oder? Ja, doch, es ist Lockbait. Es ist Lockbait, wie ich es doch hasse. Aber ich denke mal, ja doch, den Tower haben wir safe. Die Frage ist jetzt, hat er noch... hat er hier jetzt noch eine Rakete mit? Das ist jetzt wirklich die Frage aller Fragen. Wir bringen jetzt hier mal die Nightwitch rein und schauen mal, was er denn hier tatsächlich veranstaltet. Der Poison hier, keine Ahnung, ob der dort so viel Sinn macht. Aber doch, ich denke schon, doch, der Poison hat sehr viel Sinn gemacht. Dadurch konnte die Hexe jetzt überlegen, der Giant kriegt da nur zwei jetzt raus. Das geht auf jeden Fall komplett fit. Wir müssen hier jetzt eben mal das einsetzen und schlechtes Mega-Minion. Ganz schlechtes Mega-Minion. Den Giant bringen wir jetzt hier nicht. Das wäre zu risky gewesen. Den können wir lieber hinten bringen. Aber das wird ein geiles Holz. Ich hoffe nicht, dass er einen großartigen Spell jetzt noch mit hat. Also das Einzige, was ich halt von ihm weiß, ist... Warum setzt er dort den Zap ein? Das war sein Fehler. Er setzt dort den Zap ein, hat jetzt keinen Zap mehr in der Defensive. Wir können hier schon mal was predikten. Und ich denke mal, das ist der Sieg, oder? Ja, wir gewinnen sogar noch 2-0. Nicht schlecht. LOL. Was? Was war da los? Scheiße. Das wäre mal richtig sick. Was? Oh mein Gott. Auf die drei nicht geachtet. Und warum ist die Nightwitch eigentlich so OP? Ja, wenn die an dem Tower ist, was, Alter? Die rasiert. Die rasiert einfach. Ich würde sagen, ein Game können wir jetzt noch machen. Oh mein Gott. Nein, das Game werden wir so reinscheißen. Deswegen, Leute, ich würde sagen, das war's von der Folge. Wenn es gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Haut rein, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Und ciao.